Wir haben gestern schon eine wunderbare Predigt gehört durch unseren Bruder Marius über Markus 16, 1 bis 8 hat er gepredigt. Ich habe mich auch über diesen Text vorbereitet, aber dann habe ich gedacht, fragst du lieber Marius, was er predigt. Dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, ja, er predigt auch darüber. Na gut, dann habe ich gesagt, gut Herr, die Bibel ist dick, du musst mir was anderes geben. Und dann habe ich gesagt, jetzt warte erst mal, was er predigt. Und ich möchte erinnern, es war eine wunderbare Predigt über diesen kurzen Text. Wir haben gesehen, wie die Frauen völlig selbstverständlich auf den Tod eingestellt waren, bis sie mit Sorgen zum Grab Jesu gehen. Wer wälzt den Stein weg? Und diese Sorgen, die sie hatten, erinnert auch uns an unsere Sorgen, die wir oft haben im Alltag. Wir gehen durch den Alltag mit verschiedenen Sorgen, ich wenigstens. Und er tappt mich mitten am Tag. Warum habe ich so viel Sorgen? Wieso können diese Sorgen mich so beschäftigen? Und diese Sorgen, der Teufel sät den Samen, den bösen Samen, damit wir uns sorgen. Und in Matthäus 6 wissen wir, Jesus hat uns eine sehr schöne Lektion gegen die Sorgen gegeben. Das könnt ihr nachlesen ab Vers 24. Aber dann haben wir gesehen, wie dort am Grab sie völlig überrascht werden. Ein Engel ist da und der Engel guckt sie nicht nur an, gibt ihnen einen Auftrag, eine neue Botschaft zu verkündigen. Der Gekreuzigte ist nicht hier. Er ist auferstanden, er lebt. Geht und sagt es seinen Jüngern, auch dem Petrus. Wahrscheinlich wurde Petrus kritisiert von manchen, weil er so versagt hat bei der Kreuzigung, vor der Kreuzigung. Und die Frauen reagieren zuerst mit Furcht, mit Entsetzen. Sie kriegen ihren Mund nicht auf, aber dann rennen sie. Sie rennen zurück und bringen die gute Nachricht. Und die Jünger glauben überhaupt nicht. Ach was, glauben ihnen nicht. Und wir haben gesehen, er hat uns betont gestern, wie wichtig ist die Auferstehung Jesu als ein Fundament für unser Glauben, als eine Quelle der Hoffnung und der Ermutigung. Und ich möchte weiterlesen, wo er aufgehört hat. Und werde nicht exegetisch oder Auslegungsprojekt halten, sondern Gott hat mich auf eine ganz neue Idee gebracht. Jemand hat gefragt, wieso haben die Jünger Jesus nicht gleich erkannt nach der Auferstehung? Wieso hat Maria Jesus nicht erkannt, redet noch mit ihm und denkt, er ist der Gärtner? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und wisst ihr, dass nichts geschieht, ohne dass Gott uns lenkt, wenn wir genau aufpassen? Und ich möchte dem Heiligen Geist gehorchen. Gestern nach der Predigt habe ich gesagt, hier bin ich Herr, mach was du willst. Ich möchte etwas predigen, was auch mit den Leuten zu tun hat, die kommen werden. Und diese Frage ist mir aus dem Kopf gegangen. Warum haben seine Jünger ihn nicht erkannt? Kannst du mir das sagen? Konnte ich nicht. Ja, die haben ihn doch erkannt. Aber umso mehr ich nachgedacht habe, nee, sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben Schwierigkeit gehabt. Nicht nur die Emmaus-Jünger, nicht nur Maria, auch die sieben Jünger in Johannes 21, als sie fischen gingen, nach der Auferstehung, plötzlich am Ufer ist ein Mann. Und er fragt, Kinder, habt ihr was zu essen? Sie haben ihn nicht erkannt. Er hat sogar mit ihnen gegessen. Es steht dort geschrieben, keine wagte ihn zu fragen, wer bist du? Und innerlich wussten sie, es ist der Herr. Aber wieso haben sie ihn nicht erkannt? Und dann ruft mich, oder jemand sagt, ob ich ein Buch habe über die Auferstehung der Toten. Letzte Woche. Und ich habe, ja, ich kann dir das Buch geben. Ich habe das Buch, die Auferstehung der Toten, ein Synopsis. Das heißt, alle vier Evangelien werden verglichen. Die Auferstehung, wie es so Reihenfolge, was alles passiert ist. Ich gebe es zu, habe es noch nicht gelesen. Aber ich habe es mir so mal hingelegt. Ich habe gedacht, ein gutes Buch. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich es hergebe, möchte ich es lesen. Habe ich angefangen, am Freitag rumzulesen drin und komme auf einen Vers. Den habe ich schon oft gelesen, aber nie bewusst gelesen. Und dieser Vers steht in Markus 16, Vers 12. Danach erschien er
in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs waren aufs Land. Und das hat mich zum Nachdenken, in einem anderen Gestalt? Hä? Das habe ich noch nie so gelesen. Er erschien zwei Jüngern in einem anderen Gestalt. Natürlich, mein Verstand, meine Scheibe dreht sich. Lukas 24, da sind sie ja. Ab Vers 34, weiß ich auswendig. Die haben doch gesagt, diese zwei Jünger haben gesagt, brannte nicht unser Herz, als er mit uns unterwegs geredet hat, uns die Schrift ausgelegt hat. Brannte nicht unser Herz. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Mann, und ich habe echt Probleme gehabt. Mensch, wenn das jetzt ein Gottloser entdecken würde, würde es ja nützen, dagegen, dass er sagt, ist Jesus überhaupt auferstanden? Für euch war es ein anderer. Und so habe ich mich natürlich in die Bibel gestürzt und versucht, Gottes Wort zu verstehen. Und deshalb ist mein Thema die andere Gestalt des Auferstandenen. Oder wie Jesus nach seiner Auferstehung wohl ausgesehen hat. Können wir nochmals aufstehen und beten? Und dann lese ich auch diesen Abschnitt ganz aus Markus. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns lieb hast und dass du uns auch heute Morgen durch dein Wort ansprechen möchtest. Segne jeden Einzelnen, Herr. Sende du dein Wort, Herr. Salbe mich, dein Wort richtig weiterzugeben. Inspiriere mich, Herr, das Richtige zu sagen. Ich danke dir, dass ich dein Wort habe. Wie wunderbar, dass wir eine wunderbare Ausgangsposition haben, weil wir dein Wort haben. Was könnten wir überhaupt sagen ohne dein Wort? Herr, wir brauchen nicht spekulieren, sondern dürfen dein Wort zu Herzen nehmen und daran festhalten. Halleluja. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Ich lese viele Stellen, deshalb lasse ich euch jetzt nicht stehen die ganze Zeit. Markus 16, ab Vers 9, um den Zusammenhang auch zu bekommen, wo hat Jesus, wann hat er diese Aussage gemacht? Markus 16, ab Vers 9 bis 14. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria Magdalena, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Mann, ist das ein ungläubiger Pakt, die Jünger. Würden wir echt sagen heute. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen, er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Bis hierher Gottes Wort. Möge der Herr sein Wort für uns alle segnen. Dieser Abschnitt, bevor ich zu Vers 12 wird mein Vers sein, über den ich predige, aber ich möchte zusammenfassen, was ist in diesem Abschnitt? Drei Gedanken. Zuerst mal haben wir hier Markus berichtet über die Erscheinung Jesu an Maria Magdalena, also eine Frau, die Dämon besessen war vorher, von dem Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Diese Frau liebte Jesus über alles. Sie hat Jesu Leib gesalbt schon im Voraus und hat die Parfümflasche gebrochen und es ausgeschüttet auf Jesus. Wir wissen, wie Judas neidisch war. Er wollte das Geld dafür haben. Man hätte diese Flasche verkaufen können und man hätte 300 Denar bekommen, also fast ein Jahreslohn. So rechnen wenigstens die Bibelausleger, weiß ich nicht sicher, aber es war sehr teuer, das steht geschrieben. Und die Bibel bemerkt, Johannes bemerkt, er hat das nicht gesagt, weil er
Wie steht's? Er hat es nicht gesagt, weil? Weil er Sorge um die Armen hatte, vielen Dank. Sondern warum hat er es gesagt? Weil er die Kasse hatte. Dass er mehr in der Kasse hat. Also er war ein Dieb. Jesus wusste, dass er ein Dieb ist, hat ihn nicht gleich abgesetzt. Interessant. Aber das ist nicht unser Thema. Das Zweite, die Erscheinung Jesu an zwei Jünger in ein ganz andere, in eine neue Gestalt. Und die finden wir in Lukas 24 ganz klar, diese zwei Emmaus-Jünger, die rätseln und die schlussendlich ihn dann erkennen. Und dann hat ein dritter Gedanke der Markus, er sagt, als sie dann auf dem Berg in Galiläa, von dem wir auch in 1. Korinther 15 lesen, dass er dort mehr als 500 Brüder, waren auch Schwestern da, aber allein Brüder waren über 500, sagt Paulus, auf einmal ist ihnen erschienen. Auf dem Berg in Galiläa, da kamen viele Menschen und wollten Jesus sehen, ist er wirklich auferstanden? Auch seine Jünger, die nicht glaubten bis jetzt. Und dann hat er seine Jünger zurechtgewiesen, ihr Ungläubigen, wie hartnäckig seid ihr. Ihr wollt nicht glauben, nicht nur der Maria habt ihr nicht geglaubt, auch den zwei Emmaus-Jüngern, auch den anderen Frauen habt ihr nicht geglaubt. Wenn wir alle vier Evangelien lesen, die hatten ziemlich vielen nicht geglaubt. Und das bemerkt noch Markus. Und wie ich schon sagte, sie waren sehr, sehr ungläubig vorher. Aber jetzt zu unser Thema. Die andere Gestalt des Auferstandenen. Werden wir uns im Himmel erkennen? Wird unser neuer Leib ähnlich sein wie unser irdischer Leib? Werden alte Menschen, die im Alter sterben, wieder jung werden im Himmel? Oder kann ein Blinder im Himmel nicht sehen? Wird ein Mensch mit Down-Syndrom im Himmel so bleiben? Oder wird er nicht gesund sein? Oder wird jemand, der schwere Autismus hat, im Himmel nicht gesund sein? Über sowas denken wir nicht nach. Aber manche denken nach und fragen. Und weil sie gefragt haben, bin ich jetzt bei dieser Predigt gelandet. Manchmal ist es ganz gut, wenn Leute Fragen stellen, dann denkt man über eine bestimmte Sache nach, die bisher habe ich auch nicht nachgedacht. Und so komme ich jetzt zum Thema. Vers 12 noch einmal. Danach offenbarte sich Jesus unter eine andere Gestalt, je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen, Zweien, die unterwegs waren, über das Land gingen. Und ich habe schon gesagt, diese zwei, bin ich sicher, dass er sich auf Lukas 24 bezieht. Das heißt, Markus kannte das Lukas-Evangelium. Jesus war nach seiner Auferstehung, wahrscheinlich hat er ein bisschen anders ausgesehen, aber jetzt wollen wir uns mit dieser Frage erstmal beschäftigen. Es gibt mindestens drei Gründe, die wir nehmen können, warum die Jüngerinnen und Jünger Jesus so schwer erkannt haben. Das erste ist ein rein, also kein geistlicher, sondern mehr vielleicht äußerlicher Grund. Jesus war erstens, glaube ich, nach seiner Auferstehung anders gekleidet. Seine Kleider hat man ja weggenommen. Da hat man ja gelost darüber und jemand hat es bekommen. Wer hat Jesus Kleider gebracht? Das müssen die Engel gemacht haben. Also er hat ganz andere Kleider wie vorher. Seine frühere Kleidung war weg. Also das ist schon mal auf jeden Fall eine Sache, die die Jünger irritiert. Hey, so kannten wir den Herrn gar nicht. Die Kleidung Jesu ist eine ganz andere. Aber das befriedigt viele nicht. Deshalb gehe ich gleich zum Zweiten. Eine zweite Grund, die manche Theologen angeben, dass wenn ein Mensch schwer leidet, sein Gesicht sich total verändert. Und bei Jesus wissen wir, dass er das schwerste Leiden durchgemacht hat auf Golgatha, wie er dort gelitten hat am Kreuz und sein Tod. Es hat Spuren hinterlassen. Er hat auch Male gehabt, die konnte man nachher noch genau seinen Finger reintun und man konnte Zeichen sehen nach seiner Kreuzigung an seinem Körper.
Also manche denken, er hat einen anderen Gesichtsausdruck wegen seinem Leiden, aber das würde mich auch nicht so zufriedenstellen. Das habe ich gedacht, das ist zu menschlich. Was ist der wirkliche Grund, dass die Jüngerinnen und Jünger Jesus so schwer kannten? Mit ihm reden und nicht mal wissen, sicher ist er jetzt oder ist es nicht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Grund, es ist ein übernatürlicher Grund, warum die Gestalt Jesu schwer zu erkennen war. Dies kann man aus der Äußerung aus 1. Korinther 15 entnehmen. Dort schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 15, dass alle Christen nach der Auferstehung ein neues Leib, ein Leib, der neu zusammengesetzt ist, wenn ich so sagen darf, erhalten werden, genauso wie Jesus nach seiner Auferstehung einen anderen Leib hatte. Er nennt dort Jesus als den letzten Adam. Wir sind alle Nachkommen des ersten Adams, der in Sünde gefallen ist, und Jesus ist der letzte Adam. Wichtig ist, dass nicht nur die Verstorbenen, die inzwischen verwesten und vielleicht schon lange im Grab verwest sind, diesen neuen Leib bekommen, sondern wir lesen in 1. Thessalonicher 4, 16 und 17 sehr deutlich, da steht, Paulus schreibt, dass alle Christen, die bei der Entrückung am Leben sein werden und alle, die vorher gestorben sind und auferstehen werden, einen neuen Leib bekommen. Und genauso in 1. Korinther 15, 52 und 53. Die zwei Stellen möchte ich lesen. In 1. Thessalonicher 4, 16, denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlwortes mit der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen werden, in den Wolken emporgetragen in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Eine absolute Parallelstelle haben wir in 1. Korinther 15, 52 und 53. Da schreibt Paulus, beim Klang der letzten Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, so dass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden. Also merkt ihr etwas? Hier ist ein ganz wichtiger Ausdruck, ein himmlischer Körper, der nicht mehr sterben wird. Also die Entrückung oder die Entrückten werden nicht den gleichen Leib haben wie vorher. Wird hier gesagt in der ersten Stelle, auch in der zweiten Stelle, sondern ihr Leib wird verwandelt werden. Automatisch entsteht die Frage, wird man sich erkennen im Himmel? Werde ich dann ganz anders aussehen? Werden wir überhaupt uns erkennen im Himmel? In 1. Korinther 13, Vers 12, da heißt es, wir sehen jetzt noch wie in einem unklaren Spiegel. Dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon erkennt. Und dies lässt darauf schließen, dass wir im Himmel in der Lage sein werden, nicht nur einander zu erkennen, viel mehr zu wissen. Ich behaupte, du wirst Menschen erkennen, die du nie gesehen hast. Du wirst wissen, wer sie sind. Du wirst Abraham, Isaac, Jakob erkennen oder die Apostel erkennen. Ich muss das erklären, wenn ich das behaupte, denn es steht so nicht in der Bibel. Es steht zwar indirekt manches drin darüber, aber ich erkläre es nachher, warum ich so glaube. Werden wir im Himmel jung sein? Oder werden wir so sein, wie wir sterben, wenn wir sterben? Ist das wichtig? Für manche anscheinend doch, weil sie fragen. Ich wurde beauftragt, darüber mal zu predigen. Und das will ich hier auch erwähnen. Es gibt keine direkte Aussage in der Bibel, ob alte Menschen im Himmel wieder jung sein werden oder wie manche behaupten, 33 etwa, wie Jesus, als er gen Himmel gefahren ist, so in diesem Alter sein werden, also beste Jugendalter.
Aber in Offenbarung 21,4 heißt es, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, kein Mühsal, denn das Frühere ist vergangen. Luther übersetzt, denn alles ist neu geworden. Oder auch die Elberfelder übersetzt, denn siehe, alles ist neu geworden. Dieses alles ist neu geworden ist auch in 1. Korinther 15, 52 in der Veränderung drin. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass jemand, der Runzeln hat und jetzt vielleicht denkt, oh, sehe ich alt aus. Entschuldigt, wenn ich das so sage, dass er so im Himmel sein wird. Sondern es wird eine völlige Veränderung geben. Die Engel strahlen. Es gibt nicht alte Engel, die, was weiß ich, komisch aussehen, sondern die Engel strahlen eine Herrlichkeit aus, eine Schönheit aus. Und ich glaube, dass alle Erlösten die Herrlichkeit Gottes über sich haben werden. Schon in diesem Leben, die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch, auch ein nichtgläubiger Mensch, hat ein Ebenbild Gottes in sich. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Auch wenn das zerstört wird mit der Sünde immer mehr, dennoch, wenn wir daran denken, dass wir eines Tages entrückt werden, im Himmel sein werden, dass hundertprozentig eine positive Veränderung auch im Aussehen da sein wird. Aber ich hatte nicht Zeit, ich weiß, dass in Jesaja noch einiges steht und so. Ihr könnt ja selber das Thema noch zu Hause nachverfolgen. Heute gibt man alles im Internet ein, manche sprechen nur rein und dann bekommen sie Antwort, prüft die Antwort. Manchmal gibt es gute, manchmal auch schlechte. Ich habe es nicht gemacht, deshalb weiß ich nicht, was kommt. In Offenbarung 21,4 habe ich gelesen, siehe, alles wird neu werden. Und manche nehmen davon auch, oder aus dieser Aussage auch, dass die Beschwerden, die Krankheiten, das ist eine Seite, aber auch das alte Schwache wird vergehen und neue Stärke wird da sein. Okay, es ist wichtig zu beachten, dass es verschiedene theologische Ansichten zu diesen Fragen gibt. Die einen sagen so, die einen sagen, warum ist das wichtig? Lass dich doch überraschen, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Manche glauben, dass die Leiber der Entrückten und deren, die auferstehen werden, wie ich schon sagte, so circa 33 Jahre alt sein werden. Also so wie ein Mensch in diesem Alter, wie Jesus war, als er entrückt wurde. Ein Bruder hat mich mal gefragt, du, ich habe eine Prothese. Glaubst du, im Himmel werde ich auch Prothese haben? Wo gehe ich dann hin, wenn es kaputt geht? Mach dir keine Sorgen. Schau, dass du in den Himmel kommst. Alle anderen Sorgen sind dir genommen. Amen. Also auf keinen Fall wird er Prothese im Himmel haben. Ich weiß, mein Bruder, der saß im Rohrstuhl. Meine erste Predigt habe ich in seiner Gemeinde geprägt in Jugoslawien. Jendritschko hieß der, Bruder Jendritschko. Der saß im Rohrstuhl, man musste ihn immer schieben. Er war ein ganz gesalbter Prediger. Er war sogar Vorsteher, genau. Damals in Jugoslawien, noch bevor es aufgeteilt wurde. Ich war 82 dort. Und ich kann mich erinnern, dass eine Predigt gepredigt wurde über den Himmel. Und da hat einer gesagt, Bruder, du brauchst keinen Rohrstuhl im Himmel. Du wirst laufen wie ein junger Mann. Und das glaube ich auch. Es gibt keinen Rohrstuhl im Himmel. Es gibt all diese Dinge nicht. Aber die Menschen, die betroffen sind, denken dran. Oder glaubt ihr, dass jemand, der blind ist, letzte Woche haben wir einen Bruder besucht mit meiner Frau. Er hat mir schon am Telefon gesagt, ich werde wahrscheinlich erblinden. Ich sehe nur noch 0,20% oder irgend sowas. Meine Augen werden täglich schwächer. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich werde wahrscheinlich ganz blind werden. Klar, wir haben gebetet, wir haben ihn ermutigt. Aber wenn jemand alleine ist, ganz alleine wohnt, einsam ist und die Augen jeden Tag schlechter werden, was können wir erwarten? Aber er hat geglaubt, klar, 100% im Himmel werde ich gut sehen. Ist doch schön. Also all diese Dinge, um es abzurunden, sind eine Sache. Der Apostel Paulus schreibt, und dazu möchte ich noch kommen, schreibt in
1. Korinther 15, Abvers 35. Über diese Dinge, da könnt ihr gerne das Kapitel auch ganz lesen. Es ist ein sehr schönes Kapitel über die Auferstehung, viel über die Auferstehung, über die Verwandlung. Aber ich lese ab Vers 42, weil ich nicht das Ganze lesen kann. Er schreibt über den geistlichen Leib hier, über den himmlischen, und manchmal wird es geistlicher Leib genannt, praktisch das neue Leib, das Jesus hatte, das aber auch alle Erlösten haben werden nach der Auferstehung, nach der Entrückung. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. So steht es geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde ein lebendiges Wesen. Der letzte Adam wurde lebensspendender Geist. Doch das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, dann erst das Geistliche. Also wenn wir hier lesen, ist ganz klar diese Gegenüberstellung der zwei verschiedenen Leiber. Die Äußerungen des Apostels sind deshalb interessant, weil er ausdrücklich auf das Vorbild der Auferstandenen, also auf Jesus als den zweiten Adam eingeht, dessen Leib ein ganz anderer Leib war. Obwohl seine Jünger aus Angst vor den Juden alles absperren, sicher sind, zweimal gucken, dass es abgesperrt ist, plötzlich ist Jesus mitten unter ihnen. Hilfe! Sie denken, sie sehen einen Geist. Wieder erkennen sie ihn nicht. Sie sind total schockiert, dass er durch verschlossene Türen kommen kann. Und nun darf man den Ausdruck geistlicher Leib nicht missverstehen. Es handelt sich nicht um geistigen, körperlichen Leib, also wo nichts zu spüren wäre. Jesus ist kein Geist gewesen nach seiner Auferstehung, sondern hat einen Körper gehabt. Kommt, tastet mich an, ich habe Fleisch und also ich habe Knochen. Oder gib mir was zu essen. Er hat vor ihnen gegessen. Und so bezeugt uns zum Beispiel Apostelgeschichte 10, 41, wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstehen war. Oder in Johannes 21, da kommt er, ich habe schon am Anfang erwähnt, und macht Frühstück für seine Jünger. Und dann heißt es, keine wagte ihn zu fragen, ob es wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot, gab ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Johannes, liebst du mich mehr als diese? Also er fängt an, Simon persönlich anzusprechen. Aber er hat mit ihnen gegessen, steht hier. Er hat mit ihnen vom Fisch gegessen und vom Brot gegessen. Besonders eindrücklich ist der Bericht des Lukas über die erste Mahlzeit des Auferstandenen vor den Augen seiner Jünger. Das steht in Lukas 24, 41 bis 43. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Sie wussten nicht, sollen wir uns freuen oder sollen wir zweifeln? Das sind so nah beieinander. Oft Freude und Zweifel. Sie wussten, ist es wirklich wahr oder ich kann meinen Augen nicht glauben. Sie waren so hin und her gerissen. Und dann heißt es, er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Punkt. Das war eine Tatsache. Also Jesus beweist, er hat nicht einen geistigen Leib, die nur so scheint, dass es da ist. Also er ist kein Geist. Der neue Leib, den auch wir haben werden, ist etwas Besonderes. Und darauf möchte ich noch kurz eingehen. Der Leib Jesu war so ein ganz anderer Leib, aber ein wirklicher Leib. Er war nicht bloß ein natürlicher Leib, wenn er auch die gleichen Möglichkeiten hat, dass er ist mit seinen Jüngern. Es ist ein ganz anderer Leib. Er war nicht an Schranken oder an Hinderungen gebunden.
Der Leib Jesu war so ein ganz anderer Leib. Nicht natürlich, auch nicht nur übernatürlich. Auch nicht nur so, dass er plötzlich da ist, plötzlich verschwindet. Er kann vor seine Jünger essen und er kann trinken. Er kann sich sichtbar machen oder er kann plötzlich verschwinden. Das ist also etwas ganz Besonderes. Und nach der Ausführungen des Apostels Paulus gehört zum geistlichen Leib auch eine besondere Herrlichkeit. Wenn wir 1. Korinther 15 genau lesen, was Paulus noch im 2. Korinther schreibt, dann können wir sagen, dass dieser neue Leib hat eine besondere Herrlichkeit. Etwas Göttliches ist dran. Etwas Schönes ist dran. Halleluja. Also wer sich hier nicht akzeptieren kann, ist schon Sünde. Aber wer hier Probleme hat mit seinem Aussehen, ich kann euch nur sagen, im Himmel bist du herrlich. Herrlich, herrlich schön. Ist nicht nur der Himmel, sondern jeder wird herrlich schön sein. Preis dem Herrn. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 40, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdische. Schon der irdische Mensch hat also ein Ebenbild Gottes, wie ich vorher erklärt habe. Aber wie viel mehr hat der neue Leib von der Herrlichkeit Gottes viel mehr abbekommen? Preis sei Gott. Auf drastische Weise fasst Paulus in folgenden Worten diese ganze Gedankengänge zusammen. Er schreibt im Vers 43, es wird gesät in Unehren, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Halleluja. Auch Jesus hat durch seine Auferstehung Anteil gehabt an dieser Herrlichkeit Gottes. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt, was ich glaube und warum mich auch das Ganze nicht losgelassen hat, weil ich auch ein paar Mal ein Erlebnis hatte mit Gott, und ich wusste Dinge, die ich sonst nicht wusste. Und ich war mir nicht sicher, aber heute bin ich mir sicher, dass wenn wir Gott begegnen, uns Informationen zuteil werden, die wir nicht wissen können menschlich, schon die Gegenwart Gottes, eine starke Gegenwart Gottes, kann dir Offenbarungen bringen. Und was mir auch geholfen hat, ist ja das Wort Gottes. Es steht hier, wenn wir den Text lesen, nach dem Vers 12 steht, und danach offenbarte er sich. Das Wort offenbarte habe ich versucht, vom Griechischen her anzuschauen und noch heute Morgen um 6 rumgemacht und habe verstanden, es ist tatsächlich nicht nur ein Erkennen, sondern es ist mehr. Gott muss sich offenbaren. Gott muss etwas offenbaren. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge nicht leicht nehmen. Ich komme gleich dazu. Das Geheimnis des Nichterkennens Jesu liegt also hier in diesem griechischen Wort Panero. Offenbart es. Das gleiche Wort wie Apokalypse. Es ist eine Enthüllung. Etwas, was du menschlich nicht empfangen kannst, was Gott geben muss. Das Wort Offenbarte könnte auch mit Bekanntmachung oder mit Zeigen übersetzt werden, aber es ist halt vom Synonym her das gleiche Wort wie Apokalypse, kommt aus diesem Wortstamm und es hat mit Offenbarung, mit Aufdecken zu tun. Etwas ist zugedeckt, du siehst nicht, was drunter ist, die Decke wird weggemacht, plötzlich siehst du, was drunter ist. Und im Neuen Testament lesen wir immer wieder das Wort Offenbarung oder Offenbarte oder das Wort kommt öfters vor. In Johannes 17, 6, da heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, jeder Mensch ist wie eine Gabe für Jesus, der sich bekehrt vom Vater. Und Jesus versucht jedem von uns, wenn wir zu ihm kommen, uns zu offenbaren, um was es eigentlich geht. Denn das ist das ewige Leben, Johannes 17, 3, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also die Offenbarung ist nötig, um sich zu bekehren und um Dinge geistlich zu verstehen. Und in Kolosse 1, 26 und 27 schreibt Paulus, das Geheimnis, das seit Urzeiten und Menschengedenken verborgen war, jetzt
aber ist es den Heiligen offenbar worden, denn Gott wollte es kundtun, wie reich unter den Völkern die Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Was ist das Geheimnis? Kommt jetzt in einem Satz. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, war total verborgen. Wie soll das möglich sein, dass Christus in einem Menschen wohnt? Es ist verborgen gewesen, aber es ist nun offenbart. Ist das nicht schön? Ist doch wunderbar. Ein tiefes Geheimnis. Genauso steht in Epheserbrief, das Geheimnis der Gemeinde war für Jahrhunderte im Alten Testament verborgen. Keiner konnte auf die Idee kommen. Aber es war da. Es war schon da. Der prophetische Geist hat schon angedeutet in verschiedenen Aussagen. Und plötzlich am Ende der Zeit ist die Gemeinde offenbart im neuen Bund. Oder 1. Johannes 1, Vers 2. Der Apostel Johannes, ich finde es herrlich, wie er schreibt, das Leben wurde uns offenbart. Das Wort steht wieder, das gleiche Wort wie Markus. Er offenbarte sich wie der anderen. Das gleiche Wort steht im Griechischen. Das Leben wurde uns offenbart. Nicht wir haben zu Jesus gefunden, wir haben gehört von ihm, sind hingegangen, haben uns bekehrt. Ist zu einfach. Gott muss sich offenbaren. Das Evangelium öffnet die inneren Augen, öffnet die Herzen und plötzlich geht ein Licht auf. Plötzlich verstehen wir etwas von Gott, von sein Reden. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkündigen wir das ewige Leben. Weil es uns offenbart ist, wissen wir darüber, sonst hätten wir keine Ahnung. Und so gibt es viele Menschen, die predigen auch ohne Wiedergeburt. Und haben keine Ahnung, was das ist. Es ist leider so. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Also dieses Geheimnis war verborgen, aber jetzt durch Jesus uns offenbart. Ich komme zur Anwendung. Es gibt noch vieles zu sagen in diese Richtung. Aber ich möchte noch ein paar Dinge in der Anwendung noch ansprechen. Die andere Gestalt des Auferstandenen, drei Dinge darüber noch zum Abschluss. Die andere Gestalt des Auferstandenen, zuerst mal Zeichen der Veränderung. Bei Gott gibt es immer Veränderung, Halleluja. Die Kraft Gottes verändert, der Heilige Geist verändert. Wenn Gott in unser Leben kommt, geschehen Veränderungen. Das ist das Erste. Und möge Gott uns gute Veränderungen schenken. Veränderungen zur Ehre Gottes, Veränderungen in unser Charakter, in unser Wandel, in unser Reden, in unserer Hingabe, in allem brauchen wir gute Veränderungen. Seine andere Gestalt ist ein Zeichen, diese göttliche oder glorreiche Veränderung, die der Heilige Geist bewirkt durch seine Macht. Und die andere Gestalt des Auferstandenen ist zweitens auch ein Zeichen der Erlösung. In seiner Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt, haben wir schon mehrmals gehört seit Karfreitag. Und seine andere Gestalt ist ein Zeichen der neuen Wirklichkeit. Weil eine Erlösung stattgefunden hat, ist jetzt eine neue Wirklichkeit da. Wenn man nicht erlöst ist, sind andere Wirklichkeiten da. Jemand ist noch gebunden, er denkt, er ist frei, er ist aber nicht frei. Er ist gebunden, er denkt, er kann genauso wie alle anderen, die sich Christen nennen, auch alles meinen. Das denkt er nur. Wenn es darauf ankommt, wird er merken, nein, es ist nicht so. Es gibt eine wunderbare Veränderung durch die Wiedergeburt. Das geschieht von innen nach außen. Und diese andere Gestalt ist für mich auch ein Zeichen der Erlösung. Aber drittens, es ist auch ein Zeichen, eine Verheißung ist drin. Eine wunderbare Verheißung. Wie wunderbar, dass wir als Gläubige wissen dürfen, für uns kommt nicht irgendwas. Für Gläubige ist alles vorgeplant. Gott hat vorausgesagt, was ist und was kommt. Der da war, der da ist und der da kommt. In ihm ist alles dargestellt. Diese andere Gestalt des Auferstehungs ist ein Zeichen, das uns große Verheißungen gibt. Zum Beispiel kann Jesus zu Martha sagen, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gleich stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird leben. Wie wunderbar. Oder Philipper 3, 21. Er wird unsere schwache, sterbliche Körper verwandeln, so dass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Aha, wieder wird eine genaue Aussage gemacht. Die verwandelte Körper der Gläubigen werden dem Körper Jesu entsprechen nach der Auferstehung, wie er es hatte. Das heißt, du kannst dann auch ohne Schlüssel durchgehen. Machen wir nicht Witze, es ist heiliges Wort Gottes. Ich möchte gar nicht in die Richtung, dass wir denken, sondern wenn es hier heißt, bei der Auferstehung wird unser irdischer, vergänglicher Körper in einem herrlichen, unvergänglichen, unsterblichen Leib verwandelt werden. Und das spielt wieder auf die Entrückung hin, die er an die Thessalonicher, an die Korinther schreibt. Bei der Entrückung, bei der Auferstehung der Toten wird unser schwacher, sterblicher Körper verwandelt, wie Paulus schreibt, seinem verherrlichten Körper entsprechen oder ähnlich sein. Halleluja. Wie wunderbar. Ist das nicht eine Verheißung? Ist das nicht etwas, wo du festhalten kannst? Besonders, wenn jemand krank ist, wenn jemand schwach ist. Es tut mir immer leid, wenn jemand anruft und so Schmerz hat und wir können nichts machen. Jemand ist kurz vor dem Tod und wir sehen, wie das Leben hier zu Ende geht. Dieser Körper ist so am Ende. Es sind nur noch Stunden, um überhaupt zu leben hier auf Erden. Und bei der Auferstehung wird unser irdischer, vergänglicher Körper in diese herrliche, unvergängliche, unsterbliche einfach verwandelt werden, ähnlich wie Jesu Leib. Und die Verwandlung des Leibes ist ein Akt Gottes. Da brauche ich mich nicht anstrengen. Du kannst es sowieso nicht, ich auch nicht. Wir können nichts tun. Er wird unser schwacher Leib. Wie wunderbar, dass es da steht. Es fängt mit er. Er ist hier Gott. Jesus, er wird unser schwachen, sterblichen Körper verwandeln. Er wird unsere Kranken oder wie auch, egal wie jemand stirbt, oder unseren behinderten Körper, wenn jemand kein Bein mehr hat, oder wie auch immer, er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln. Und durch die Verwandlung des Leibes werden die Gläubigen wieder vereint. Es muss etwas Herrliches sein im Himmel. Unser neuer Körper wird seinem gleich sein. Es wird eine göttliche Herrlichkeit haben, eine Herrlichkeit, die nur Gott gibt und nur den Erlösten gibt, nur denen, die im Jenseits sein werden, gerettet bei ihm. Und Paulus betont, dass diese Verwandlung durch die Kraft Gottes geschieht, denn in unserer Kraft ist nichts getan. Was können wir schon tun? Menschen denken, was sie alles können. Man rühmt die Wissenschaft, was man alles erreicht hat. Aber wenn Gott nicht Verstand gegeben hat, hätten sie gar nichts erfunden. Hätten sie noch, wer weiß, was gemacht. Hat sich dir der Auferstandene auch schon offenbart? Merken wir, ohne Offenbarung ist nichts. Diese andere Gestalt des Auferstandenen weist hin auf seinen veränderten Leib, auf seinen neuen Leib. Und dazu brauchst du eine Offenbarung, dass du weißt, dass Jesus lebt. Auch wenn ich es theoretisch weiß, reicht ja nicht. Ich brauche eine Offenbarung. Und Paulus betont in 1. Korinther 15, Abvers 7, er schreibt dort, der Herr ist erschienen mehr als 500 Brüdern. Er ist Jakobus erschienen, er ist dem Kephas erschienen, also dem Petrus. Und am Schluss ist er auch mir erschienen, als einem Spätgeborenen. Denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Er stuft sich also ziemlich niedrig ein. In anderen Worten, man könnte denken, er könnte viel früher zu Jesus finden. Aber er war so verbittert, Gott musste ihn richtig zu Boden schleudern und blind machen 3 Tage und dann erst ist er demütig genug, Jesus anzunehmen. Aber auch mir ist er erschienen. Hallo, kannst du sagen, auch mir ist er erschienen? Kannst du sagen, ist er dir erschienen? Weißt du, dass Jesus lebt? Hast du erfahren, dass er lebt?
Diese zwei Jünger, von denen Markus hier schreibt, die Lukas ja genau berichtet über sie, diese zwei Jünger haben gesagt, brannte nicht unser Herz, als wir unterwegs waren. Ich wünsche, dass unser Herz brennt, Halleluja, dass unser Herz heute brennt. Lass uns aufstehen. Möge Gott unser Herz anzünden, dass es brennt, dass wir nicht nur Theorie haben, sondern dass es brennt vor der Liebe Gottes, dass es brennt vor der Frieden Gottes. Es gibt ein Osterfrieden, ein Frieden des Auferstandenen. Er erscheint unter ihnen mit seinem neuen Leib und sagt, Friede sei mit euch. Die sind ganz erschrocken, wissen gar nicht, was sie denken sollen in ihrer Unglaube noch. Aber Jesus sagt, Friede sei mit euch. Halleluja. Diese göttliche Shalom, diesen Frieden des Auferstandenen wünsche ich uns. Seine Liebe, seinen Frieden und seine Freude. Was glaubt ihr, wie diese zwei Emmaus-Jünger sich gefreut haben? Rückwärts gingen sie doppelt so schnell wie hinwärts. Obwohl sie schon müde waren, ein paar Kilometer hinter sich hatten. Aber rückwärts gingen sie viel schneller. Halleluja. Wie wunderbar. Ich wünsche uns, dass wir ermutigt werden, dass wir daran denken, diese andere Gestalt des Auferstandenen kündigt uns an. Auch wir werden beim Herrn einen neuen Leib haben, ein neues Dasein haben. Gott wird dafür sorgen. Er wird uns verwandeln. Aber jetzt sind wir noch unterwegs, wie die Emmaus-Jünger. Jetzt wollen wir hören, was uns der Herr sagt. Jetzt wollen wir uns einfach von ihm sagen lassen, brannte nicht unser Herz. Und ich wünsche, und Leute, nimmt zu Herzen. Die richtige Haltung eines Gläubigen ist jetzt schon, dass unser Herz brennt. Unser Herz brennt für den Herrn. Unser Herz brennt vor Freude, vor Liebe, vor Hingabe. Dass wir brennen im Herzen für den Herrn. Und dass wir uns freuen, dass Jesus all das vorbereitet hat, was er uns verheißt in seinem Wort. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.